So, müsste jetzt eigentlich laufen. Läuft wunderbar. Hey ho, YouTube, und herzlich willkommen zum heutigen Comics am Mittwoch Livestream, wo ich irgendwie ein bisschen unterbelichtet bin. Ist ja nicht so, als wenn ich mich jetzt hätte die andere letzte halbe Stunde darum kümmern können. Aber ihr seht es, ich bin jetzt ein bisschen besser belichtet. Und Jungs und Mädels, freut mich erstmal an alle, die schon eingeschaltet haben, und an jeden, der das hier und jeder, die das hier im Re-Upload gucken wird. Heute wiederum haben wir nämlich den guten Daniel Eichinger mit dabei und wie immer den guten Z-Man mit seinem wunderschönen Super T-Shirt, und wie immer haben wir heute wieder was Gelesenes mit dabei. Obendrauf dann noch ein bisschen was vom guten Daniel Eichinger, wo uns so ein bisschen auf seine Projekte stürzen werden. Ihr seht im Hintergrund, okay, sitzt echt nur mega klein, weil es sich leider nicht hat anders einstellen lassen. Aber im Hintergrund seht ihr so ein bisschen sein Instagram-Profil. Und wenn ihr noch mehr von seinen wunderschönen Zeichnungen sehen wollt, checkt unbedingt die Links in der Beschreibung ab. Da habe ich einmal seinen Linktree veröffentlicht, wo er seine Veröffentlichung euch reinziehen könnt, die es kostenlos bei Egmont zum Durchlesen gibt auf der Internetseite. Der gute Fendi, der an der Stelle auch gegrüßt ist, hatte mir gesagt, dass sogar Egmont eine Zeit lang die Aktion hatte, dass man Comics bestellt hat oder Manga bestellt hat, und dann gab es obendrauf das gute Comic Oven Troja Love Story als Geschenk noch mit dabei. Auch eine richtig coole Sache, wo ich später auch unbedingt nochmal mit dir drauf eingehen möchte. Da habe ich mich ein, zwei Fragen zu. Und wie geht es dir, Daniel? Ja, mir geht's super. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich richtig, dass ich hier bin, ein bisschen mitquatschen kann. Und ja, mal schauen, wie es wird. Andreas, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch bestens. Freue mich auf einen interessanten Stream und habe sowieso total gute Laune, weil ich in 2 Tagen Urlaub habe. Ah, das ist wunderbar. Ich habe einen 2 Wochen Urlaub. Das ist mal so die Zeit vorm Urlaub ist immer unglaublich ätzend, ne? Man hasst alles und sich selber. Also so geht es mir immer so, die letzte Woche vorm Urlaub. Der letzte Tag vom Urlaub ist ganz schön, obwohl der letzte Tag geht eigentlich, ne? Am letzten Tag ist man wieder ein bisschen besser drauf. Vorher ist doch wie beim Marathonlauf, wenn du so dieses Zielband siehst, aber es ist halt irgendwie noch gefühlt unendlich weit weg so. Du weißt aber, dass du das letzte Stück einen Sprint machen wirst und dann in den Urlaub rein startest mit jede Menge Lesestuff. Und ich denke mal, das ist die perfekte Überleitung, um an der Stelle erstmal die Leute zu grüßen, deren Namen ich in den Kommentaren sehen kann. Und zwar ist das der gute Z-Man, den ich gerade eben auch schon gegrüßt habe, und der gute Groot Micha, der gute Christian Stemmer, der gute Spitzkopf Larry, Vivians 95, Anton 57, Tim FN, der gute Fendi, den ich gerade eben schon mal gegrüßt habe, der ist an der Stelle nochmal gegrüßt, der gute DS und der gute Nerdcobra. Freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, und ich würde mich noch freuen, wenn alle noch einen schönen Daumen nach oben raushauen, bevor sie in den Stream reinstarten, oder auch so, ihr könnt auch weiter so zu gucken, aber ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, und ihr wisst selber, dass der an gute Z-Man nach dem Stream immer ein kleines Tränchen verdrückt, wenn er sieht, dass jede Menge Leute nach oben rausgehauen haben, und das ist so eine kleine Freudenträne, und die wollen wir denen doch heute auch gönnen. Und ich würde sagen, da du ja derjenige bist, der die Freudenstränen verdrückt, fang heute einfach mal an. Was hast du gelesen? Was hast du dabei? Ja, ich habe heute bei Batman, ganz passend zu dem guten Quiz, was wir gestern hatten auf dem Kanal von Battlelist 83, 86 doch, ne? Ja. Und Nordkobra ist auch da. Er hat uns fürchterlich abgeseift. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Aber genug dazu. Batman Equilibrium heißt das Ding. Ist geschrieben von Tom Taylor. Den habe ich irgendwie dauernd in letzter Zeit, ne? Weil er einfach so gut ist. Und gezeichnet ist das Ganze von Andy Kubert. Brauche ich, glaube ich, auch nicht allzu viel zu sagen. Ich habe hier irgendwie heute eine sehr schlechte Beleuchtung, deswegen ist es etwas schwierig. Ich weiß nicht warum, weil eine Lampe den Ah, Geist ich finde, ausgeht, die man sieht Beleuchtung nicht sieht aber mehr. recht gut aus. Ja, Ja. könnt ihr so ein bisschen vom Artwork auch was sehen. Geht darum, ist eine Zukunftsgeschichte, eine mögliche Zukunft über so einen gealterten Batman, der es sich mit seiner Bat-Family irgendwie verscherzt hat. Alfred ist schon lange tot, ist so ein bisschen verbittert und ja, lebt so für sich alleine und beschließt dann irgendwann, dass es für ihn Zeit ist, die Zelte abzubrechen irgendwie und Wayne Manor hinter sich zu lassen und einfach mal in die Welt rauszuziehen so. Und da passiert halt ein Flugzeugabsturz von einem Flugzeug der Wayne Airlines.
Das Flugzeug wird zum Absturz gebracht. Da sterben über 150 Leute, glaube ich. Und Batman wird als Schuldiger hingestellt. Also er scheint irgendwie dafür, soll irgendwie dafür verantwortlich sein. Und dann geschehen überall irgendwelche Morde, wo Leute mit Batman-Masken irgendwelche Unschuldigen umbringen. Und irgendwann stellt sich raus, dass sämtliche Leute, die da getötet wurden, alle Leute sind, die von Batman irgendwann mal gerettet worden sind. Und diese mysteriöse Figur will also sämtliche Taten von Batman eben dahingehend ungeschehen machen. Also will sämtliche Leute töten, die Batman gerettet hat. Und da entwickelt sich eine total spannende Geschichte, wo Batman irgendwie so quer durch Europa reist. Irgendwie ist in Frankreich, ist in Belgien, in England ist er, genau. Trifft auf ein paar alte Bekannte und sind 6 US-Hefte und macht einfach unglaublich Spaß. Habe ich wirklich in einem Rutsch durchgelesen und kann ich absolut empfehlen. Totaler Genuss. Hört sich auch super interessant an, auch wenn man den gealterten Batman jetzt auch schon einige Male erlebt hat, aber hört sich definitiv interessant an. Ist auf jeden Fall nicht so ein so ganz super düster wie jetzt zum Beispiel diese Version halt bei The Dark Knight Returns. Ist halt einer, der hat halt schon viel mitgemacht, ist halt echt in die Jahre gekommen und so. Aber ist nicht so eine komplett zynische Gestalt irgendwie geworden. Und das fand ich dann irgendwie schon fand ich besser, hat mich viel mehr angesprochen. Daniel, wie sieht es eigentlich bei dir mit Batman aus? Tatsächlich, Batman, also geht bei mir immer. Ach krass. Obwohl halt ja dieses ganze Superhelden-Thema ist jetzt gar nicht mal so meins. Aber irgendwie, Batman, der hat irgendwie richtig viel, was mich auch interessiert, gerade halt dieses Düstere, dass er jetzt nicht irgendwelche super krassen Fähigkeiten hat oder auch dieses Detective-mäßige dazu. Also das ist eine gute Kombination aus vielen verschiedenen Sachen, wo ich mich halt auch sehr gut damit anfreunden kann. Und ja, ich würde dann auf jeden Fall auch irgendwie selber gern mal sehr gern zeichnen, nur halt irgendwie zurzeit fällt mir halt noch nicht so wirklich was Passendes dazu ein. Also ich müsste wahrscheinlich vorab auch irgendwie jetzt mal erstmal ein paar Comics oder so mir angucken, wie der halt so original gezeichnet ist. Die Filme kenne ich zwar alle, aber mal ein bisschen was in meinem Stil reizt mich auf jeden Fall, ja, beim Batman. Es gibt von Batman auch einen Batman-Manga, der ist vor kurzem erst erschienen. Das könnte für dich auch interessant sein, wobei ich nicht weiß, ob der zeichnerisch gut ist. Also wenn jemand gelesen hat, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Okay, das wusste ich auch gar nicht, aber ist ein guter Tipp, ja. Also ich muss aber sagen, das Cover fand ich unglaublich hässlich davon, aber guck's dir mal an, vielleicht gefällt es dir. Es müsste bei Panini die Manga rausbekommen, also definitiv, weil die haben die DC-Lizenz. Also es wird bei Panini erschienen sein. Vielleicht sieht es ja innen drin schön aus. Wie gesagt, wenn einer von den Zuschauern oder eine Zuschauerin gesehen hat, gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den Band fandet. An der Stelle ist auch noch der gute Kane, der gute Comic-In und der gute Martin R. gegrüßt. Freut mich, dass ihr auch eingeschaltet habt. Und ich sage es nochmal für alle, die gerade eben erst eingeschaltet haben solltet. Ihr findet in der Beschreibung den Link zum guten Daniel Eichinger, wo ihr mal den Linktree abchecken könnt, wo ihr euch das Owen Troja Love Story kostenlos reinziehen könnt. Auf seinem YouTube-Kanal findet ihr noch einen weiteren Manga, den ihr euch komplett kostenlos reinziehen könnt. Und dann könnt ihr mal so ein bisschen einen Eindruck davon gewinnen, was der gute Herr mit seinen Händen zaubern kann. Das ist unglaublich. Das hat mich so von den Socken gehauen. Aber wir wollen es gleich drauf stürzen. Ich wollte jetzt nur die passende Einleitung machen. Ob das Comic, was du dabei hast, oder den Manga, den du dabei hast. Was hast du dabei? Was hast du gelesen? Ja, vorab, also wie gesagt, ich habe früher ganz viel Mangas gelesen und halt auch Animes geguckt. Und damals lief halt auf MTV halt auch so Cowboy Bebop. Also das ist wirklich schon lange her. Ja, ja. Cowboy Bebop und unter anderem auch Golden Boy. Und den Anime kann ich empfehlen. Ja, genau. Und das ist jetzt, glaube ich, schon über 20 Jahre her. Und ich wusste gar nicht, dass halt dazu auch ein Manga gibt. Und den habe ich mir vor kurzem halt gebraucht gegönnt. Und ja, der ist immer noch einigermaßen zu kriegen, also auf dem Gebrauchtmarkt.
Aber man merkt es schon ein bisschen. Also auch, das ist nicht mehr das Neueste. Man muss schon ein bisschen aufpassen beim Blättern, dass da nicht Ja. alles auseinanderfliegt und die Seiten sind auch schon gelb. Aber ja, also was mich richtig da anfixt, ist, dass die Zeichnungen auch richtig geil sind. Also ich liebe halt so irgendwie diese alten Retro-Zeichnungen. Man merkt es schon irgendwie, ich kann mal das Cover ein bisschen näher halten, der Kamera Ja. so. Wahnsinnig viele Haare bei der Frau. Und irgendwie, ja, die Proportionen, sagen wir so, die stimmen nicht ganz, aber die sind irgendwie super schön, finde ich, und passend zum Stil und zum Manga. Und ich blätter mal so in die ersten Seiten kurz rein. Also die Hintergründe sind der Wahnsinn, wie die gezeichnet sind. Und also ich denke mal, das ist auch alles noch irgendwie traditionell gemacht und man sieht das auch irgendwie da, die Liebe zum Detail und auch die Gesichtsausdrücke. Ich gucke nochmal euch noch. Hier zum Beispiel auch. So. Ich bin überrascht, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so gut gezeichnet ist. Also, ich kenne zwar noch den Anime, aber Ja. ich habe mir den Manga noch Und nie der Anime, angeguckt. also es ist richtig interessant, weil der Anime, der unterscheidet sich vom Manga schon ziemlich. Also so die ersten, wenn man so im Manga reinblättert, so die ersten paar kleinen Kapitel, die füllen diese ersten Episoden von den Anime, die immer so 20 Minuten gehen. Und dann irgendwann ab so dem Hälften, zweiten Band driftet das halt so richtig in eine andere Richtung und es ufert halt quasi von der Story richtig aus. Und das ist halt quasi das Interessante jetzt für mich, dass ich halt nie erlebt habe oder nie geschaut habe. Den Anime, den kann man auch immer noch gut gucken. Der fasst es quasi dann auch irgendwie zusammen und ist auch nicht allzu lang. Und ich finde, ich auch ist noch gut gealtert. Es ist halt, ja, es macht einfach Spaß, das Ding. Es ist so ein richtig schöne Mixtur aus Comedy, irgendwie auch ein bisschen, es geht ja darum, um den Kintaro Ue, der halt quasi sein Jurastudium abgebrochen hat. Und der macht sich auf den Weg mit seinem Mountainbike, so auf den Weg und will halt quasi lernen. So, Lernen ist sein Hobby und der macht sich auf und nimmt dort und da mal so einen Job an und gibt da einfach sein Bestes und ja, lernt da immer neue Sachen und das ist am Anfang auch so ein bisschen episodisch, aber so dieser rote Faden, der zieht sich dann auf jeden Fall immer weiter durch die Story und ja, Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass der da die ganze Zeit sich immer in eine nächste Frau verliebt und irgendwie den Frauen die ganze Zeit nur hinterher läuft. Also hätte mich einer gefragt, worum genau, geht's im also das Golden Boy, ist wäre das halt. mal eine Zusammenfassung. Aber es ist lange her, dass ich es gesehen habe. Krass. Ich wusste das gar nicht Ja, mehr. es ist quasi wirklich ein Mixtur aus allem. Also man kann es so runterbrechen, er sucht sich einen Job aus, wo irgendeiner schönen Lady verfällt. Und dann gibt er quasi alles, damit er halt quasi dort anfangen kann. Aber er ist natürlich sehr in dem Gebiet jetzt noch nicht erfahren oder ist halt der Super Noob, der da anfängt, muss erst mit Klo putzen und allem so quasi anfangen. Und gibt aber wirklich alles und rackert sich ab und quasi wird dann immer sozusagen irgendwie der Beste in dem Bereich oder in dem Job. Aber natürlich die Ladies oder die Frauen irgendwie, die machen den am Anfang halt erst runter. Und im Nachhinein, wenn die den quasi schon rausschmeißen aus dem Job, dann kommen die drauf, was der alles Gutes gemacht hat und dann quasi laufen die dem hinterher. Nur kriegt er das halt nie mit, sagen wir Ach so. stimmt, so Er war das macht sich dann schon gewesen. wieder auf den Weg zur nächsten Haltestelle, sagen wir so. Ja, Und stimmt. ja, aber hat immer sein Notizbüchlein dabei, das ist auch das Schöne und man kann da auch im Manga ein bisschen reingucken, was er da so alles reinschreibt. Ja. Und ja, von der Geschichte, man kann sich da schon einiges auch mitnehmen, weil das behandelt dann halt doch auch Themen, die halt wirklich ja zum Nachdenken anregen. Irgendwie Schulsystem und Klimawandel und sowas. Da merkt zwar einerseits auch, dass halt das ein Kind seiner Zeit ist, so vom Durchlesen von manchen Themen, aber es blickt auch sehr weit voraus.
voraus und das behandelt das alles sehr schön jetzt. Zum Beispiel, auch kleines Beispiel einfach, dieses VR, Virtual Reality und sowas, wird da alles schon irgendwie tief aufgegriffen? Halt, ja. Ja. Das war halt, was die letzten Jahre so richtig kam. Du hast mich jetzt auf jeden Fall neugierig gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mir Golden Boy nochmal reinziehen werde, aber zu sagen, wenn ich den über den Band mal drüber stolper, werde ich wahrscheinlich doch mal reingucken. Also ich fand die Zeichnung ganz interessant und ich finde es interessant mit der Prämisse. Ich hatte das so anders in Erinnerung gehabt, aber wie du schon sagst, das war glaube ich damals MTV2, wo das lief oder so. Ne? Ja, man muss das halt so sehen. Also ich war damals auch Jugendlicher, ich hatte andere Sachen im Kopf und ich habe damals den Anime natürlich auch anders gesehen mit anderen Augen. Aber so, weil was man jetzt, also natürlich ist auch der explizite Erotikanteil immer noch da drin, auf jeden Fall vorhanden und nicht zu wenig, also da wird genug geschwitzt und alles. Und, ja, aber wie gesagt, das ist ein Riesenmix aus allem. Du kriegst ja alles und das macht halt so Spaß und abwechslungsreich, das durchzulesen. Das glaube ich, das glaube ich. Irgendwie so den nächsten Band direkt zu nehmen und weiterzulesen. Und das ist halt schon krass. Das hört sich definitiv cool an. Und an der Stelle ist auch der gute Bumo TV und der gute Murphy X gegrüßt. Und der gute LOL ist an der Stelle auch gegrüßt. Und ja, Golden Boy, krass, ey. Das ist so lange her. Da kommen so voll die Erinnerungen hoch an damals. Noch Schulzeiten. Genau. Also der Anime, muss man noch dazu sagen, der ist relativ kurz und dann kann man auch schnell weggucken. Die Manga-Bände, das sind doch 10 so dicke Bände. Ja. Ich kann es nochmal reinhalten. Und ich bin jetzt auch ungefähr bei der Hälfte, so bei Band 6 habe ich jetzt gerade angefangen, ja. Ja, cool. Aber das liest sich trotzdem gut weg. Ja, obwohl halt auch wirklich viel Text drin vorkommt. Muss man schon sagen. Cool, das würde mich mal gerade interessieren, für wie hoch die jetzt genau gehandelt werden zurzeit. Also wen es interessiert, es ist immer so am Anfang sehr episodisch. Da kann man wirklich so die ersten Bände einfach mal zum Reinschnuppern holen für wirklich geringes Geld. Wenn man die letzten Bände dann dazu haben will, dann sollte man wahrscheinlich schon eher gucken, dass man immer so ein komplett Paket kriegt, also alle auf einmal zusammen, weil das die einzeln dann die hinteren Bände zu kriegen ist eher schwer oder kostspielig. Ich sehe es gerade, bezahlt man schon so seine 60, 70 Euro zum Teil für die hinteren Bände. Für die vorderen, die kriegt man eigentlich alle so um die 10 Euro rum. Genau, also da muss man einfach ein bisschen abwarten, Geduld haben. Ja. Die haben damals pro Band 10 Euro gekostet und um den Preis kriegt man quasi auch alle. Jetzt alle 10 so um den Neupreis rum. Da liegt man eigentlich ganz gut, wenn man die noch so gebraucht kriegt. Lord Z, Seemann, kennst du Golden Boy? Kanntest du das, den Manga, den Anime? Ist das ein Begriff? Ich hab ein paar Folgen mal so beim Seppen damals irgendwie zwischendurch mal reingeguckt. Irgendwie. Aber war halt, ich habe es ja schon oft gesagt hier, bei mir ist halt. Ich habe nie so einen richtigen Bezug zu Manga gefunden, bis jetzt jedenfalls. Also so, es ist, weiß ich nicht, es ist nicht, irgendwie nicht, scheint es nicht meine Welt zu sein. Ja, für mich war der Start auch irgendwie so ein bisschen holprig. Habe ich es vor dem Stream gesagt. Das ist immer so schwer, wenn man sich vor dem Livestream schon unterhält, da weiß man nie mehr, vergesse ich immer, was ich vor dem Stream gesagt habe, was dann im Stream ist. Aber ich meine, ich hätte es im Stream noch nicht erwähnt, um da jetzt ganz viel Drama drum aufzubauen. Mein erster Manga war ja damals Attack on Titan gewesen und ich fand es unglaublich hässlich. Ich muss aber auch sagen, ich finde es heute noch hässlich, aber deswegen war es für mich auch schwer, mit dem Manga-Game warm zu werden. Aber dann hat mich die Story halt auch bei Attack on Titan drangelassen, weil ich fand die Story total geil und hatte dann Bock, noch mehr Manga reinzugucken. Mittlerweile habe ich mehr als ein komplettes Regal voll mit Manga, die hier stehen, wovon fast die Hälfte Dragon Ball ist, so gefühlt. Ne? Aber das ist wiederum ist ein ganz anderes Thema. Und bevor wir uns aber mit den Manga noch zu sehr vertiefen, würde ich sagen, stürze ich mich noch auf das Comic, was ich heute mit dabei habe. Ich gehe mal davon aus, dass der gute Lord Z es schon gelesen hat. Und zwar ist die Rede von Infinite Frontier, die geheimen Akten. Hast du gelesen? Gestern. Ach, laber kein, was ist denn das für ein cooler Zufall?
Genau gestern. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob unsere Meinungen auseinanderdriften. Zusammengefasst, das DC-Universum ist ja immer noch gerade so in den Infinite Frontier-Fußstapfen. Es wurde nach Batman Death Metal neu gegründet. Man muss noch gucken, welche Charaktere leben jetzt, welche gibt es dann doch nicht mehr und wie ist der Status quo bei XY. Und ich bin ja schon immer ein großer Fan gewesen von diesen ganzen Parallelwelten, die es im DC-Universum gibt. Es kann gar nicht genug geben und es gibt jetzt wieder jede Menge. Und dann fragt man sich natürlich direkt, welche Charaktere gibt es jetzt wieder, die ich so in den letzten Jahren liebgewonnen habe. Und hier wird direkt so ein Blick auf Erde 23 geworfen, was so eine meiner absoluten Lieblings-DC-Parallelwelten ist, wo halt der Superman ist, der an Obama angelehnt ist. Also ich denke mal, die meisten von Ihnen kennen ihn auch. Und er wiederum ist halt auch Präsident in dem DC-Universum, also in den Amerika aus diesem DC-Universum und danach halt auch als Superman unterwegs. Und es wird so ein bisschen gezeigt, was hier bei ihm abgeht. Und auch wenn ich mich sehr gefreut habe, ihn zu sehen, hat die erste Geschichte mich nicht so wirklich hundertprozentig abgeholt. Es war so ganz interessant, mal zu sehen, wie das der Präsidentenalltag, wenn du Präsident und Superman zur gleichen Zeit bist und wie das so alles funktioniert. Aber es hat mir jetzt auch nichts Neues erzählt. Trotzdessen war es ein nettes Wiedersehen. Und dann geht es direkt weiter mit Red Arrow, Speedy oder auch, der hatte noch einen dritten, Arsenal, genau. Die drei Namen hat er mittlerweile getragen. Der Sidekick von Green Arrow, für die Leute, die ihn nicht kennen, aber ich denke mal, die meisten von ihnen, euch dürften ihn kennen, wo so ein bisschen drauf eingegangen wird, wie viele Identitäten er schon hatte und all sowas. Und dann sieht man eine Kneipenschlägerei mit ihnen. Ist recht unterhaltsam. Ja. Ich glaube, so würde ich stehen lassen. Und dann geht's weiter mit einer Dame, die ich in den 90ern kennengelernt habe. Und seitdem finde ich sie auch super cool. Und zwar sie hier, die Tochter von der ersten Lantern. Und sie gab es ja zwischenzeitlich mal nicht im New 52-Universum, wo sie gar nicht Existenz gewesen ist. Mittlerweile gibt es sie wieder, finde ich auch cool. Und das zieht sich so ein bisschen durch den Band durch. Für mich war das halt ein Wiedersehen mit jede Menge coolen Charakteren, aber da war jetzt keine Geschichte dabei, die mich komplett abgeholt hat. Und geschrieben wurde das ganze Ding durchweg von Joshua Williamson, allerdings immer begleitet von anderen Autoren. Oder besser gesagt, Joshua Williamson hat immer den jeweils nächsten Autoren bei diesen Kurzgeschichten begleitet, die wiederum von einem Sprecher zusammengefasst wurden, der im Büro für paranormale Einsätze ist und das Ganze am Kommentieren ist. Und der gute Herr ist halt so ein Skeletttyp, der durchsichtige Haut hat, weswegen er halt auch rauchen kann. Das funktioniert auch als Skelett, wenn man halt durchsichtige Haut hat, weil das sah einfach so ein bisschen weird aus. Das wird dann aber so parallel gesagt. Und ich vergesse den Namen von ihm immer wieder. Du weißt ihn gerade bestimmt, oder? Bones. Ja, Bones einfach. Bones, einfach nur direkt. Den Namen vergesse ich, Jungs, Mädels, ich sag's immer wieder, ich kann mir keine Namen merken. Ich kann mir selbst nicht bei einem Skelettmenschen, der Bones heißt, merken, dass der Bones heißt. Also das ist zwar echt, also Notiz an mich selber, das ist wirklich traurig. Und trotzdessen muss ich sagen, ich fand ihn sympathisch. Und es gibt eigentlich nichts wirklich Schlechtes an diesen Dingen, aber auch nichts, was ich jetzt überragend fand. Trotzdessen würde ich sagen, für Leute, die Fans von dem Multiversum sind und wissen wollen, was ist jetzt bei den einzelnen Leuten los, ist das Ding definitiv Pflicht. Material, aber es passiert halt nichts Weltbewegendes drin. Ich würde den Ding, zeichnerisch war es auch gut. Hat mich nicht umgehauen, aber es war zeichnerisch gut. Da hat wirklich jeder Zeichner gut, der mit dem Psycho-Piraten, die war auch super, die Geschichte. Ne? Das war, glaube ich, sogar die beste Geschichte, auf die bin ich gar nicht eingegangen. Aber da möchte ich auch gar nichts so zu spoilern. Aber die beste Geschichte war die mit dem Psycho-Piraten. Und doch, da war eine Highlight-Geschichte drin. Meine Highlight-Geschichte ist die mit dem Psycho-Piraten, die ich fast vergessen hätte. Und zeichnerisch war das Ding solide. Also, ich finde, 8 von 10 hört sich zu viel an, 7 von 10 hört sich zu wenig an. Sucht es euch aus, irgendwo dazwischen, was dann eigentlich schon, ich weiß doch eher eine 7 von, ich hau eine 7 von 10 raus, eine 8 von 10 wäre zu viel, eine 7 von 10 haut aber gerade für mich hin und Lord Zed, da du es auch gelesen hast, hau mal raus. Ich mache keine Bewertung, ne? Aber ja. ich würde wahrscheinlich eine 6 geben, weil also 6 von 10. Vielleicht sogar, wenn du mit diesen Komma-Dingern noch kommen würdest, würde ich vielleicht sogar 5,5 nur sagen, weil dafür ist er einfach zu durchschnittlich. Ne? Der ist, wie du schon sagtest, der ist nicht schlecht, der Band. So, du liest den, du legst den weg und denkst nicht, oh Gott, wie habe ich jetzt meine Zeit verschwendet oder so. Ne? Also du hast, es ist einfach wie so ein Tie-In oder wie mehrere Tie-Ins halt so zu einer Gesamtstory. Ne? Und ich bin voll bei dir. Also alles, was du gesagt hast, kann ich komplett so unterstreichen. Ich fand halt auch die vom Psychopiraten die interessanteste Geschichte. Und die anderen sind aber alle nett. Also es ist jetzt,
nicht so, wie man sagt, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, sondern die waren wirklich nett. So, die kannst du gut lesen. Ne? Also du bereust nicht, den Band gelesen zu haben. Wenn du aber die Figuren vom Multiversum irgendwie da wirklich vernünftige Story von lesen willst, ja, echt, also ich muss den einfach nochmal zeigen hier, weil ich gerade total begeistert bin davon, weil du eben President Superman erwähnt hast. Ja. Diese Infinite Frontier Justice League Serie, da kann man durcheinander kommen, weil von der Justice League gibt es während der Infinite Frontier ja eine eigene Serie von Bendis geschrieben. Ja. Und dann gibt es hier die von Joshua Williamson eben, der diese Justice League Infinite Frontier auch so ein Sechsteiler geschrieben hat. Und der ist super, der ist richtig klasse, der macht unheimlich Spaß, der hat Action, der hat geile Dialoge, der hat auch tolle Zeichner dabei. Hier ist Germanico zum Beispiel auch dabei, den ich total gut finde, Paul Pelletier. Die hauen halt auch unheimlich viel Sachen aus diesem, ist ja jetzt das Omniversum sogar, hauen die raus. Und da werden verschiedene Helden aus dem Omniversum entführt, aus allen möglichen Welten. Und der Psychopirat hat Flash in so eine kosmische Tretmühle eingesperrt, weil er Energie erzeugen muss, um ein komplett neues, um das Omniversum zu verändern. Also eine komplett abgespacede Geschichte, die unheimlich gutes Pacing hat, finde ich, und einfach richtig Spaß macht. Die geheimen Akten, das ist dann halt wirklich wie so, du liest es halt dazu. So fühlt es sich auch an. Also ich glaube, ich muss die andere Serie auch lesen, die habe ich noch nicht hier liegen. Hier ist auch hinten drin Werbung für Justice League Infinite Frontier 2. Und ja, aber die Psychopiraten-Geschichte, da wir jetzt dreimal erwähnt haben, dass sie so fett ist, erwähne ich ganz kurz, um euch das anzuteasern. Es geht um einen Mann, der auf der Suche nach etwas ist. Und das, da fällt man auch direkt auf der zweiten Seite, weswegen man es eigentlich sagen kann, ist der Psychopirat. Und der Psychopirat stellt ihm drei Fragen. Wenn er diese drei Fragen beantworten kann, bekommt er ein Stück der Macht, die der Psychopirat hat, um irgendwas zu machen. Keine Ahnung, was der machen will, der Typ. Aber das ist halt die Sache. Man muss nur schaffen, drei Fragen zu beantworten. Das ist so cool gemacht. Also die Geschichte, ich bin gerade überlegen, die spielt komplett im schwarzen Raum so mäßig. Außer zum Schluss. Ja, doch. Die Geschichte, bis auf die ersten zwei Seiten und die letzten zwei Seiten, spielt die ganze Zeit in einem Raum und ist so spannend, obwohl es eigentlich, das ist ein Dialog quasi. Super. Fand ich echt super. Ich denke auch mal, dass Williamson bei dem ganzen Band der geheimen Akten so eine Funktion hat wie Hickman bei den X-Men Head of X, weißt du? Ja, ja. Der die ganze Geschichte den Autoren, also den Grundfaden den Autoren gegeben hat und hier macht man was damit, erzählt mir mal eine Geschichte, aber ich habe die Oberaufsicht so. Ja, also wahrscheinlich für Komplettisten unverzichtbar und ansonsten habt ihr es ja gerade rausgehört. Für mich eine 7 von 10, für einen guten Lord Z eine 5,5 von 10 und ist halt guter Standard. Ich finde 5,5 ist eigentlich auch viel besser, als sich das so auf dem ersten Anschein anhört, weil es ist immer noch ein gutes Mittelmaß. Ne? Eine 5,5 ist über Mittelmaß. Also, immer noch so ein bisschen besser als Mittelmaß, allein schon wegen der Psychopiratengeschichte. Also in Schulnoten befriedigen plus. Befriedigend Plus, also wäre fast eine 2 minus geworden, aber der hätte noch ein, zwei Punkte gefehlt. Der hätte vielleicht mehr als der Psychopirat sein müssen oder die Psychopirat-Geschichte hätte mehr als die paar Seiten einnehmen müssen. Das ist ja, muss auch dazu sagen, hier drin sind nicht mehrere US-Hefte, das ist ein US-Heft, was hier drin ist. Also ich weiß auch gar nicht, ob das da im Prestige-Format rausgekommen ist, weil das ist einfach nur ein Infinite Frontier Secret Files 1. Also das war in US genauso dick und man könnte denken, das sind so 4-5 US-Hefte und ist auch für 9,99 erschienen, was auch recht günstig ist tatsächlich für so, aber der hat keine 100 Seiten, 86 Seiten hat der. Ich habe ja diese App, wo ich mal mitzähle, wie viele Seiten ich im Monat schaffe, deswegen weiß ich, der hat 86 Seiten, der Band. Ich gucke es aber nach, bevor ich Blödsinn erzähle. 84 Seiten. Ich habe Blödsinn erzählt. 84 Seiten. Kann man also, ist ein fairer Preis von 9,99 und ich, bevor ich die Brücke schlage, DC Multiversum bist du wahrscheinlich komplett raus, Daniel, oder?
Nee, leider. Also da bin ich zu wenig bewandert. Ich wollte es nur gefragt haben, bevor du jetzt hier gerade noch so einen richtigen dicken, fetzen Batzen raushauen wolltest an Sätzen, die dir gerade die ganze im Satz rumschwören und ich nicht gefragt habe. Weil die Brücke, die ich schlagen möchte, ist Blame. Ich habe es ja gerade eben erwähnt. Ich habe anfangs nicht so viel mit den Zeichnungen im Manga anfangen können. Und so der erste Manga, wo ich gesagt habe, wow, kann ein Manga fett aussehen, war Blame, der bei CrossCult erschienen ist. Und ich werde euch jetzt mal kurz ein bisschen was zeigen, wobei das jetzt gar nicht mal so repräsentativ für die ganze Reihe ist. Aber ihr seht es auch, wenn ihr den guten Daniel Eichinger mal hier im Linktree abcheckt, um nochmal an der Stelle erwähnt. Und im Linktree von ihm wiederum ist der erste Link direkt sein Oventroja Love Story. Da werdet ihr es sehen, weil sein Zeichenstil hat mich so hart daran erinnert. Und ich war direkt so baff, wo ich das gesehen hatte, dass es mich umgehauen hat. Und bevor wir uns auf deinen Werdegang stürzen, wie hat es sich angefühlt, das erste Mal das ganze Ding geprintet von Egmont in der Hand zu halten? Ja, das ist natürlich schon ziemlich was Einzigartiges, weil ich glaube, das ist so, wenn man den ersten Manga liest und selbst halt zeichnet, irgendwie hat man da so ein bisschen im Hinterkopf immer so als Traumprojekt, ja, das wäre so hammerhart geil, wenn halt das eigene kleine Werk irgendwie neben den anderen großen stehen würde und so quasi physisch auch irgendwie da ist. Dass das halt letztes Jahr passiert ist, das ist halt schon krass. Das ist wirklich krass. Also so selbst ausdrucken ist nochmal zwar schon okay, dann aber jetzt irgendwie halt vom Verlag nochmal ist nochmal eine andere Nummer. Ja, Also das glaube ich, das glaube ich. Das ist dann so die Veredelung und die Zeichnung, wenn man da jetzt, wie in deinem Fall, das Egmont-Logo wahrscheinlich da drauf sieht. Das ist so wahrscheinlich wie mit einem Künstler, der dann beim Label unterschreibt und dann das erste Mal halt, keine Ahnung, jetzt Sony Records oder sowas hinten auf der Platte drauf sieht. Und wenn man nicht independent bleiben möchte, ist das wahrscheinlich so eine coole Veredelung. Und an der Stelle ein dickes, fettes Danke raus an einen guten Passer für den Euro, den du rausgehauen hast. Danke dir, Digidi. Und Grüße gehen raus an Lantern85. Dich habe ich an der Stelle noch nicht gegrüßt. Und das war das, was mich so erschrocken hatte, um jetzt wieder eine gute Überleitung zu deinem Band zu bekommen. Ich war so überrascht. Ich habe das eben auch offstream gesagt gehabt. Ich bin ja über deine Zeichnungen, über deinen Instagram-Kanal gestolpert, habe dann gesehen, es gibt eine Veröffentlichung bei Egmont. Und ich dachte, warum kenne ich den Namen Daniel Eichinger nicht? Das ist ja so fett gezeichnet und alles. Das muss man natürlich dazu sagen, bei Egmont gibt es jetzt bis jetzt nur die eine Veröffentlichung, ne? Bevor ich das Falsche sage. Und obendrauf hast du noch einen kompletten Manga auf deinem YouTube-Kanal Red Hawk, der auch in der Beschreibung verlinkt ist, auch drauf, den man sich auch komplett ohne Text so kostenlos reinziehen kann. Also, und Ja, das. wurde allerdings nie gedruckt. Also den kann man entweder über mein Instagram-Profil halt irgendwie über die Posts nochmal gucken oder halt, ich habe das halt quasi als Video zusammengeschnitten. Ja. Und das kann man sich halt dann quasi so reinziehen, weil es ist auch ohne Text, also man muss dann sich da nur durch die Geschichte durchgucken. Ja, sieht man auch an den Kommentaren unter dem Video. Ich glaube, ich war der erste deutsche Kommentar unter dem Video. Da waren größtenteils alles auf Englisch geschrieben. Aber das ist das Geile daran, wenn man halt so arbeitet, wenn das auch ohne Text funktioniert. Und das ist so eine Sache, die fasziniert mich unglaublich, wenn es möglich ist, die komplette Geschichte zu erzählen, ohne Worte. Weil halt alles andere, alles erzählt, was man an der Stelle wissen muss. Manchmal braucht es ja nicht mehr, als zu wissen, da ist irgendwie ein großer langer Gang, da tropft es von der Decke und im Hintergrund hat sich was bewegt und der Protagonist oder die Protagonistin hat eine Waffe in der Hand. Da triggert man sich ja selber schon irgendwie oder reimt sich schon selber die eigene Geschichte zusammen. Und wie kam es dann, dass das ganze Ding dann bei Egmont erschienen ist? Bist du zu Egmont, hast du da angeklingelt, hast gesagt, ey, ich habe hier einen Manga, bringt den bitte für mich raus? Oder wie ist das alles gelaufen? Naja, das ist eigentlich eher ein bisschen zufällig passiert, weil 2019 war das, wo ich mir halt so den Entschluss gefasst habe, ich will jetzt mal so einen richtigen dicken Manga-Band machen, weil davor hatte ich halt eben immer nur so quasi Kurzgeschichten gemacht. Also um die 30, 40 Seiten lang und das war mehr immer so der Selbsttest, ja, ich mache jetzt eine kleine Story, schließe die ab und guck mal so in 2, 3 Jahren, ob mir die halt immer noch gefällt. Und bei Oventruja Love Story, das war halt so eine Geschichte, die hat mir nach mehreren Jahren immer noch danach gefallen, halt, auch von der Optik und so. Und
Die kleine Geschichte hatte ich zwar dann quasi nur so als Portfolio dabei zum Herzeigen. So, guckt mal da, ich habe schon mal eine kleine Geschichte irgendwann mal selbst gemacht und abgeschlossen. Und so könnte quasi dieses große Projekt, mit dem ich mich eigentlich quasi beworben habe, dann aussehen später. Ich hatte dann eben, wie gesagt, bei Egmont so ein kleine Mappensichtung und die haben sich da auch super viel Zeit genommen. Eine halbe Stunde haben wir da über alles Mögliche gequatscht. Cool. Und also es war echt, ich kannte danach, also davor eigentlich auch noch irgendwie gar keine Verlege. Bin einfach mal da so alle abgeklappert und die konnten sich halt dann zufällig auch irgendwie an diese Kurzgeschichte Jahre später halt noch erinnern. Weil die haben mich dann halt nach so 1,5 Jahren nochmal angeschrieben und gemeint, ja, wir wollen so eine kleine für halt quasi Anfänger oder Neulinge so eine Kurzgeschichte rausbringen. Also es sind ja quasi drei Kurzgeschichten erschienen und meine hat da vom Umfang her quasi perfekt da reingepasst. Ja. Und dann haben wir halt noch paar Panels angepasst und so ein bisschen mit dem Text und so herumrangiert und bis das halt quasi so verlagsperfekt war, so die Geschichte. Und deswegen kam die dann erst Jahre später raus, weil die Geschichte ist ja, muss man dazu sagen, die ist eigentlich 9 Jahre schon alt. Also ich habe Ja. die schon ja, vor langer Zeit gezeichnet. Und dass die halt dann doch noch quasi in den Druck geschafft hat, ist auch irgendwie ziemlich cool. Da hat sich die Arbeit noch mehr gelohnt, die man vor 9 Jahren da Genau. reingesteckt hat. Und du hast jetzt ja nicht so, wie es bei Manga typisch ist, dass man von hinten nach vorne liest oder von rechts nach links halt, sondern dass man das so wie man in Europa halt liest, von links nach Genau. rechts halt komplett gemacht. Und wie kamst du der Entscheidung, dass du jetzt so das komplette Ding aufbaust wie Manga, also dass es aussieht wie Manga? Es ist ja Manga im Prinzip. Was heißt, obwohl, ist es ein Manga, wenn es aus Europa kommt? Weil Manga ist ja im Prinzip nur ein japanisches Comic. Ich Wa sag einfach, nennt ihr mal das alles, wie ihr das wollt. Also ich denke mal halt vom Stil ist ungefähr Manga, Ja, weil klar. das ist halt auch so quasi meine Inspirationsquelle von früher. So die ersten Dinger, die ich gelesen habe, war halt Manga, ein ganz bisschen Comic, aber so mehr der Manga-Stil ist bei mir hängen geblieben, kann man sagen. Was aber die Leserichtung. Leserichtung ergründet, ist vielleicht eher das, wie ich halt immer schon Sachen gelesen habe von rechts nach links, also einfach als Angewohnheit. Und natürlich denkt man auch beim Zeichnen dann von Gut, okay, klar. links nach rechts, ja, Ja. so. Das hat halt viel mit Bildaufbau und Komposition und wie die Bilder wirken zu tun. Wenn du das ganze Werk dann irgendwie spiegelst, das würde dann eine andere Wirkung oder halt Aussage haben. Ja, es ist halt schwierig zu erklären, aber ich tue mir von eben der europäischen Richtung viel leichter, die Geschichten zu erzählen und darzustellen. Ja Das klar, ist halt der das Grund, warum ich das nicht jetzt extra wechseln wollte, weil das ist mir so quasi angeboren, kann man sagen. So wie wenn du Rechtshänder bist und sollst auf einmal mit links zeichnen, geht auch schwierig. Aber ja, so hier war es ähnlich und das behalte ich mal so bei, Ich kann man sagen. glaube, dieser Links- und Rechtshänder-Vergleich ist, glaube ich, der beste Vergleich, den man da stellen kann. Das ist halt so instinktiv drin. Ich glaube, selbst du müsstest dich dann ja, glaube ich, jedes Mal voll darauf konzentrieren, dass man es anders, dass es irgendwie andersrum funktioniert, ne? Ja. Ja, und Kolorierung wäre für dich auch ein Thema oder steht für dich fest, du willst schwarz-weiß bleiben? Ist auf jeden Fall ein Thema. Also würde ich, wenn dann jetzt auch vielleicht eher traditionell machen. Aber momentan, also es ist ja immer so, dass ich jetzt immer an meinem großen Projekt zeichne, an dem Jovantore. Und da ist die Geschichte und alles sehr, sehr dunkel und düster. Und da passt natürlich dieser Stil auch quasi ohne Farbe sehr gut. Ja. Und ich wollte mir jetzt dazwischendrin nicht so viel Arbeit machen mit allem anderen, also nicht
jetzt extra noch irgendwie Farbsachen, weil dann komme ich halt kaum noch voran mit meinem eigentlichen Ding. Aber ja, wenn jetzt zum Beispiel eine andere Geschichte kommt, dann werde ich da auf jeden Fall einlenken und irgendwie mehr wieder die Richtung machen. Was ja auch nicht heißt, dass jetzt für Jovantore nie ein Farbbild geben wird, aber das wäre ja vielleicht im Nachhinein. Aber jetzt bin ich quasi so in dieser ja, Schiene drin. Jetzt mache ich meinen Manga erstmal so geradeaus fertig und weiche jetzt da nicht ab, so in der Art. Ja, also ich muss gucken, wir wissen, wenn ich Genau. gerade so nach Dark gucke, da habe ich seine Instagram-Seite auf und gucke mir gerade seine Halo Infinite-Zeichnung an. Die finde ich auch richtig nice. Ja, das ist leider zu fummelig, um euch das jetzt hier nochmal zu zeigen, aber checkt auch seine Instagram-Seite ab. Die ist in der Beschreibung verlinkt. Und ich bin über dein Detail gerade so, das finde ich so krass. Da ist neben den Infinite, Halo, ach nee, dafür müsste ich mich hier anmelden. Neben dem Halo-Bild ist ein anderes Bild. Das hast du davor gepostet. Da ist so ein. Ist das Jesus? Das sah gerade kurz aus wie Jesus, aber das ist nicht Jesus. Das ist irgendeiner, aber der hat auch einen Dornenkranz an. Mit so einem langen Zylindern. Von oben kommt so eine Hand. Du weißt bestimmt, welche Zeichnung ich meine. Ja, okay, das ist von einem Spiel ein Charakter. Und ja, da hat mir halt dieses Design so gut gefallen und deswegen musste ich den unbedingt zeichnen. Wie lange sitzt du an der so einer Zeichnung? Wie lange hat diese Zeichnung zum Beispiel gedauert, wenn ich mir dir die ganzen Striche in der Hose und all sowas angucke? So. Das meiste ist so, die Skizze dauert meistens so um eine Stunde rum. Ja. Und halt die Ausfertigung, die dauert dann immer ein bisschen länger, aber man kann so im Schnitt sagen, so um die 10 Stunden rum. Puh. Wobei halt, das wird wahrscheinlich so eine 10-Stunden-Zeichnung sein und die mit bisschen weniger Hintergrund, sagen wir so, oder weniger Details, das geht dann schon 6 Stunden oder so. Aber Krass. ja, es ist jetzt trotzdem noch kein Vergleich, sagen wir jetzt, zu einer Jovantore-Seite. Wenn ich die Ja. jetzt zeichne, da brauche ich halt, also die schnellste Seite, die ich jemals getuscht habe, ist halt 7 Stunden gewesen. Aber das war schon halt wirklich das krass schnellste. Und wenn halt dann mehr Hintergrund oder so drin ist, dann kann es schon sein, dass ich an so einer Seite dann auch mal mindestens 2 Tage dranhänge. Was krass. Das ist krass. Ich will mal überlegen, das sind 35 Seiten. Da hast du auf jeden Fall schon hart Arbeit reingesteckt, ne? Das hat auf jeden Fall eine ganze Zeit gedauert. Und gibt es das auch zu kaufen oder gab es das nur bei dieser gratis obendrauf Aktion und halt kostenlos Backmont auf der Seite zu lesen? Was ich weiß, dass eben, wie du schon sagtest, bei diesem Kauf noch extra dazu gab. Und es gab halt bei der letzten Messe quasi auch die so am Stand. Und ich habe gesehen, da gibt es noch ein paar Drucke. Ich denke mal, das wird halt so messeexklusiv dann noch ein bisschen verteilt. Und da wäre direkt die Ich weiß nächste nicht, ob sie Frage. noch mal in den Shop kommen. Kann man mit einem kostenlosen Manga Geld verdienen? Ja, in der ganzen Geschichte ging es hauptsächlich, glaube ich, um was anderes, weil ich habe nicht viel dran verdient. Egmont hat natürlich, sagen wir, drauf Ja, gezahlt klar. und halt, sagen wir so, die Szene gefördert. Und halt, Super es cool. war sowas wie, für mich sowas wie so ein Praktikumsjob. Ja. Ich konnte mal gucken, funktioniert für mich das mit dem Verlag und der Verlag konnte gucken, ob das mit mir funktioniert. Und so hat sich halt dann quasi so das nächstgrößere ergeben. Und was wäre das nächstgrößere? Ja, das ist genau das, womit ich mich halt damals 2019 beworben habe. Das ist eben die Jovantore-Geschichte. Und das ist halt dann, ja, normalerweise sind Manga-Bände, glaube ich, so um die 160 bis 200 Seiten und das wird halt richtig so. Um die 300 Seiten wird das halt dann im Was. Endeffekt eine Geschichte. Mit einem Band dann abgeschlossen? Vorerst ja, also man kann den ersten, also den Einzelband jetzt gut zuschlagen und ist, denke ich mal, zufrieden am Ende. Ja. Also geht so ein gutes Gefühl raus. Wenn, also man muss halt das ein bisschen abwarten, wie das Ding halt dann performt und wenn das gut ankommt halt und auch gekauft wird, weil man muss schon sagen, so die Story und die Geschichte und das ganze Düstere, das ist jetzt kein so ein Naruto oder One Piece oder sowas.
Das ist mehr so ein bisschen Nischending, aber kann ja trotzdem sein, dass irgendwie einschlägt und wenn es gut ankommt, dann habe ich da schon noch ein bisschen was in der Hinterhand, dass es weitergeht. Also Ja. ja, man muss da erstmal gucken. Und kannst du da schon was sagen, für wann das 300 Seiten Projekt geplant ist? Also es gibt ja auf jeden Fall schon die offizielle Ankündigung und so, dass das auf jeden Fall nächstes Jahr in der zweiten Jahreshälfte erscheint. Ja. In dieser Übergröße, also es gibt es dann nicht in diesem kleinen Manga-Format, sondern halt schon in der bisschen größeren. Und was halt auch noch angezielt ist, dass halt die in der Übergröße noch gibt, so wie diese dicken Akira-Bände, also dieses Format. Ah, also die sind dann Und so groß, ne? genau, ja, und das war eigentlich so immer mein Vorbild, also auch diese dicken Akira-Bände, alleine auch vom Artwork und so. Ja. Und Yomotore ist tatsächlich auch wirklich für dieses Format gezeichnet. Also würde man jetzt unter Akira-Format drucken, dann würde man ein bisschen halt, ja, zurückstecken, sagen wir so. Dieses kleinere Format ist ein bisschen Kompromiss. So, und das Große ist sozusagen das Tatsächliche, wofür es gemacht ist, sagen wir so, von der Qualität. Und wie ist da jetzt dieser Entwicklungsprozess zu 300 Seiten gekommen? Also ich denke mal, die grobe Story hattest du bestimmt schon im Kopf gehabt. Also wo das ganze Ding, oder hast du wirst wahrscheinlich komplett im Buchformat mäßig geschrieben haben, komplettes Skript. Aber hast du beim Zeichnen gemerkt, dass es sich doch ein bisschen anders entwickelt, als du gedacht hättest, als du noch nicht gezeichnet, als du noch nicht angefangen hast zu zeichnen? Boah, weißt du, wie ich diese Frage meine? Also ich meine. Das eine ist zum Beispiel die Oventroya Love Story. Die ist ja auf einen ganz anderen Weg entstanden. Die ist quasi frei rausgezeichnet. Ich habe nur meine Frau gefragt, ja, was soll ich als nächstes zeichnen? Die hat irgendwie gesagt, ja, mach mal irgendwas mit Liebe. Und ich habe dann Daraus ist einfach, das geworden. ja, genau, dann ist das geworden. Weil normalerweise zeichne ich halt, man sieht es ja auch auf meinem Instagram-Profil, irgendwie mehr so düsteren Kram und Monster und sowas. Und ab der Hälfte von der Geschichte, wo ich halt so einfach drauf losskizziert habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss mal die andere Richtung wieder kommen und dann wird es halt die zweite Hälfte vom Comic halt so. Und so ist Ja. quasi die Geschichte entstanden, frei raus. Und bei Jovantore ist halt alles viel durchdachter. Also das trage ich schon länger mit mir rum, die Geschichte, und da weiß ich im ersten Band ziemlich gut, wo es hingeht. Hatte damals lange Zeit so das Ende nicht im Kopf und dran rum überlegt, ja, wo soll das hingehen? Und jetzt mittlerweile weiß ich es und ja, könnte die Reise quasi weitergehen nach dem ersten Einzelband, sagen wir so. Ich kann, genau, also zack, sag du nochmal. Ich will jetzt nichts spoilern von deiner Geschichte, aber mich würde interessieren, wie deine Frau den Twist gefunden hat. Der Twist kam irgendwie automatisch. Also ich glaube, der ist auch ziemlich überraschend. So, wenn man das Cover sieht, das verrät ja noch nicht viel. Man kann so ein bisschen was erahnen, aber ja. Ich meine, weil deine Frau gesagt hat, du sollst. Ja, ich glaube, die hat mit Liebes Was Geschichte auch ganz was anderes im Kopf. Mehr so mit eine Romanze. oder die war so voll aber geschockt. ja, nee, aber die steht da voll dahinter. Die Ja, ist natürlich klar. genauso begeistert und die liebt auch Blame und alles, was düster ist und so. Ja. Ja, also ich hatte das Comic ja direkt hier den guten Lord Zedd, Seemann und Zedman genannt, direkt den Link geschickt gehabt. Und ich weiß ja, Seemann, du bist ja gar nicht so der Manga-Leser. Ich bin mir sogar, bin darüber überlegen, ob das sogar, das war aber nicht der erste Manga, den du gelesen hast, ne? Die einzige Berührung, die ich wirklich mit Manga hatte, war mal beim Free Comic Day, Free Comic Book Day, wo da so zwei oder drei Heftchen irgendwie mit dabei waren, die ich dann gelesen habe. Da gab es irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, wie die Story geheißen hat. Ich weiß nur, dass in einer irgendwelche Puppen aus dem Weltall auf die Erde gekommen sind, und die waren allerdings irgendwie dann auch sehr böse und haben ja,
Apokalypse dann herbeigeführt, irgendwie, weil die alles kaputtgeschossen haben. Und ja, ich fand den ganz interessant, aber hat mich jetzt auch nicht so gekriegt, dass ich da jetzt so angefixt gewesen wäre, mir da mehr von zu holen. Also ich weiß ja mittlerweile, dass es wirklich richtig gutes Zeug gibt. Wir haben ja schon einige Titel empfohlen und so, und aber ja, ist halt schwierig, ne? Wenn du, ist halt irgendwann ist ja auch ein Geldbeutelproblem, wenn du halt massenhaft Abos hast irgendwie. Und dann noch in andere Bereiche dann auch noch mal eindringst irgendwie, dann wird es langsam echt schwierig so. Aber ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, auch da mal mehr reinzuschnüffeln. Okay. Nächste Thema wäre dann ja, ich habe gerade den Faden verloren, bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich grüße an der Stelle den guten Cardado, den ich noch nicht gegrüßt hatte, genauso wie den guten Mix Comic Archiv und Olli S. Ich denke mal, das ist einfach die beste Überleitung jetzt hier. Und was ich ganz interessant fand, der gute Cortado hatte gefragt, wie groß ist die Manga-Szene in Deutschland, kennt man sich untereinander? Also die Manga-Szene ist ja definitiv größer als die Comic-Szene, also zumindest was die Leserschaft angeht im deutschsprachigen Raum. Ich glaube aber als Zeichner, bist du der Einzige in Deutschland, der publiziert hat bis jetzt in der als Manga-Zeichner, als Mangaka? Nee, gar nicht. Also da gibt es schon einige. Ja? Und die trifft man auch jetzt immer wieder auf Messen und so, gibt es auch Signierstunden. Gerade beim Altraverse Verlag wird das halt richtig gefördert. Also die haben da schon einige Zeichner aus Europa. Und männliche Kollegen habe ich jetzt nicht so viele, aber ja. David Filicki zum Beispiel, der bringt ganz viele Sachen raus. Aber wahrscheinlich auch so ein bisschen unterm Radar, der macht auch Comics und so. Und ja, aber wie gesagt, also die Szene ist schon ziemlich groß und ich habe mich da auch so die letzten 2 Jahre eher irgendwie wieder orientiert und reingelebt und so. Und man findet dann doch irgendwie, ja, über Instagram habe ich so die meisten gefunden, so zusammen, und dann kann man die auch persönlich anschreiben und so, und das ist schon ziemlich cool, ja. Ja, das ist immer das Coole, das ist immer so recht schnell connected. Der gute Daniel hatte mich auf eine Instagram-Story angeschrieben gehabt, da hatte ich hier Spider, den hatten wir vor ein paar Livestreams erst noch vorgestellt gehabt, aus dem Hause Splitter angeschrieben gehabt, wegen dem krassen Cover, und dadurch hat er seine Instagram-Seite entdeckt, und schon, seht ihr, ist er hier mit im Stream dabei. Also das konnte ich mir da nicht entgehen lassen, dich einzuladen und darauf hinzuweisen, dass ihr euch das Zeug sogar bis jetzt komplett kostenlos alles reinziehen könnt. Ihr geht einfach in den Linktree, zieht euch alles rein, und wenn ihr dann seht, dass das erste Album rauskommt, dann könnt ihr alle dann mit dem Geld den Comicladen bombardieren und sagen, ich möchte das direkt 3-mal haben. Und das ist auch noch eine Frage. Wie oft hast du es bei dir gedruckt zu Hause stehen, den Love Story Band? Wie oft hast du ihn für die eigene Sammlung? Ja, ich habe den jetzt, ich glaube, 9-mal noch hier. Ich habe ihn damals auch selber irgendwie mal gedruckt und halt damals mit dem mich auch beworben, aber ja, die sind jetzt noch so irgendwie zur Verfügung gestellt von Egmont, dass ich auch ein paar hier stehen habe, und die werden halt dann auch irgendwie langsam mal verteilt. Ja klar, bei den Eltern muss da natürlich jeweils ein Exemplar liegen, ne? Ja. Und dann noch eingerahmt. Ich glaube, ich würde dann noch mal 5 für mich selber behalten, einfach so. Der erste veröffentlichte Manga. Ist ja eine schöne Sache, ne? Genau. Ja, was man zum Beispiel auf meinem Instagram-Profil sieht oder sonst so, das ist quasi so ein bisschen die Entschädigung halt für die lange Wartezeit, weil, wie man es halt von meinen Kolleginnen und Kollegen kennt, die bringen mal so ein Manga-Band halt in einem Jahr spätestens raus, und bei mir dauert das Ding halt 2 Jahre. Und zum Beispiel an dem ersten Band jetzt habe ich auch 2,5 Jahre gearbeitet. Und das ist halt schon ein bisschen Wartezeit, aber ich denke mal, irgendwie will ich das so machen, halt die Qualität halt auch irgendwie garantieren von den Zeichnungen und so. Und dass man am Ende halt, wenn man halt wirklich dann das Geld ausgibt, sich denkt, okay, ich habe wirklich was davon. Und das ist halt, das hat einen Wiederlesewert, und das gucke ich mir gern nochmal an. Das lese ich öfter mal durch, und ja, ist das, in die Richtung soll es halt gehen. Ist das eigentlich auch so der Weg, den du jetzt auch weiterhin beschreiten willst, dass du schreibst und zeichnest, oder bist du auch dafür offen, dass du Projekte machst, wo du nur noch zeichnest, wo du gar nichts selber schreibst?
Das mit Zusammenarbeit, das traue ich mir noch nicht so zusammen, weil irgendwie, ja, ist, glaube ich, schwierig. Also es, für mich ist viel, viel einfacher, wenn ich halt jetzt auf mich selbst halt einfach nur gestellt bin und auf mich vertrauen kann. Und halt dann eine Runde, da weiß ich halt, es kommt ein rundes Ding raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto hätte, dann hätte ich auch irgendwie immer ein bisschen Angst, so irgendwie kann ich das erfüllen, was der von mir oder die von mir verlangt und kriege ich das hin und das ist halt immer so ein bisschen, ah, keine Ahnung, schwierig. Kann es Also. sogar nachvollziehen, weil die Autorin oder der Autor hat ja das Bild von sich selber im Kopf drin und man selber hat ja ein komplett anderes Bild im Kopf, was, wenn man das liest. Kann ich komplett verstehen. Und was fällt dir einfacher? Den Charakter zu schreiben oder den Charakter zu zeichnen? Also momentan ist so, dass mir das alles Zeichnerische leichter fällt, so die Dialoge und halt das Skript machen und sowas, da brauche ich meine Zeit, da darf ich auch keine Musik dabei hören, da wirklich muss ich 100% fokussiert sein, weil das kann ich halt nicht so gut, aber ja. Da hilft mir zum Glück halt auch der Verlag und ich habe halt mit Marco auch einen super Lektor Ja. und Redakteur, der biegt das alles gerade, was da noch nicht ganz so auf der Schiene ist. Und wie funktioniert das Ding jetzt zum Beispiel? Mit Egmont hast du jetzt die Zusammenarbeit jetzt quasi wieder um ein Band oder steht schon fest, dass wenn der auch wie geschnitten Brot läuft, dass man dann direkt, also dass man dann auch andere Projekte außerhalb der Reihe startet? Oder, ach gut, bei deinem Arbeitsaufwand für die Zeichnung kann man, da kann man wahrscheinlich noch gar nicht so weit denken, noch über die nächsten Projekte. Da bist du wahrscheinlich noch voll da drin, oder? Ja, so man muss ein bisschen in Etappen denken, glaube ich. So das erste Ziel ist halt wirklich eine schöne Manga-Version rauszubringen. Und wenn die gut angenommen wird, dann können wir nachliefern, kann man so sagen, irgendwie. Und man wird auf jeden Fall, wenn man da reinblättert in Jurantore, man wird auf jeden Fall verstehen, warum das so lange gedauert hat und warum man wahrscheinlich auf den nächsten Band auch warten möchte, weil halt ja man dann wieder sowas kriegt. Ich denke mal, so funktioniert's. Und weil halt auch, ja, ich glaube, es wird nichts so Vergleichbares dann geben. Das ist halt einfach so das Ergebnis von dieser langen Wartezeit. Ja, verstehe ich. Also, ich finde es krass. Ich hab auch mal ein paar Jahre gezeichnet, habe dann aber mehr so auf Graffitis konzentriert zum Schluss. Da hatte ich dann irgendwie mehr Spaß dran. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ich so ungeduldig bin, weil ich wusste, damit das Bild richtig gut aussieht, musst du halt so viel Zeit da reinstecken. Und ich bin kein Mensch, der 6 Stunden an einem Bild zeichnen kann. Also da wär das Blatt schon durchdrückt von meiner nervösen Art. Und ich finde es krass, so lange an einem Bild jetzt alleine dran zu hängen. Und wenn ich dann überlege, dann den Berg von so einer 300-Seiten-Geschichte beim ersten Band vor sich zu haben, wie hoch ist dein Stresslevel? Ja, das ist schon, ja, mittlerweile geht's. Also, wie ich gestartet bin, da war das schon das Stresslevel anders, weil erstens wusste ich nicht, wie lange brauche ich wirklich so für halt die ersten Seiten und so und wo geht das ganze Ding hin? Weil das Hauptproblem halt immer als aus Sicht von mir als Zeichner ist, wenn ich halt das Projekt quasi starte und anfange mit den Zeichnungen, muss ich am Ende, wenn ich halt zurückblicke, irgendwie muss das noch so aus einem Guss sein. Mir muss das halt der Anfang noch gefallen von den Zeichnungen, weil man kann schon sagen, so innerhalb von diesen über 2 Jahren, da verändert man sich schon beim Zeichnen ein bisschen. Ja, Und dass klar. es halt in einem Rahmen noch ist, so. Und genauso von der Story wollte ich das halt genauso halten. Also deswegen wurde es ja auch kein 150-Seiten-Band. Klar hätte man das machen können, so in der Mitte einfach teilen. Aber ich glaube, man wäre als Leser oder Leserin irgendwie unzufrieden, wenn man dann so mittendrin aufhört und den nächsten Band, sagen wir, auch wenn das jetzt nur ein halbes Jahr ist, wartet. Ja, das wäre halt eine lange Wartezeit. Aber wenn man jetzt so diesen quasi und Anführungszeichen Einzelband zuschlägt, ich glaube, dann ist man okay damit, sagen wir so.
Der Kane hat hier noch einen recht interessanten Aspekt in die Kommentare geschrieben. Aber gerade durch die Forderung des Autoren wachsen ja Zeichner dann über sich hinaus. Zumindest ist es das, wenn man immer wieder diverse Interviews mit US- und franco-belgischen Künstlern, wenn man das den Interviews entnimmt. Ist auch ein interessanter Aspekt. Könnte natürlich auch sein, ne, dass er dann vielleicht nochmal ganz anders über dich hinaus wächst, wenn da jemand sitzt und sagt so, ey, das könnte aber so und so aussehen. Oder, na gut, wie Ich kann es halt selbstkritisch nicht bist so, also ich bin jetzt kein Schriftsteller oder sowas, ich kann es jetzt nicht Ja. so ganz aus der Autorensicht halt sehen, sondern mehr aus der zeichnerischen. Und ich glaube, das kennen so alle anderen Zeichnerinnen und Zeichner auch irgendwie. Selbst ist man wirklich so der allerkrasseste Kritiker und man ist halt nie quasi zufrieden mit dem, was man macht und man pusht sich immer. Ja. Also da legt man die Latte immer ein Stückchen höher. Das passiert automatisch und dafür braucht es eigentlich keinen Autor jetzt, sagen wir so, der dir die Geschichte vorgibt, weil du machst es automatisch. Du gibst immer quasi dein Bestes. Zumindest ist es bei mir so. Also, und ich glaube, das ist bei vielen anderen, die zeichnen, genauso. Und kannst du auch nicht Manga? Also kannst du das europäische oder amerikanische, kannst du das genauso gut, wie du Manga-Gesichter zeichnen kannst, oder ist das nicht so ausgereift? Ich habe damals, ich glaube, die allerersten Sachen vor Manga habe ich mir ich glaube, das waren so US-Hefte über Lara Croft oder so, die Comics gekauft. Ja, Da hat mich halt Topgo-Comics. auch so dieser Stil angefixt, halt. So dieser typisch US-amerikanische Stil. Und den habe ich auch in Zeit gezeichnet. Und den, glaube ich, habe ich auch noch so ein bisschen im Blut, aber. Es ist ja auch so immer mit diesem Cross-Hatching oder so ähnlich. Irgendwo ähnlich, nur was halt dann wirklich schwierig wird, wenn es halt dann so ein bisschen in dieses Abstrakte geht. Genau sowas, ja, Ja. das sind die Dinger. Topo. Habe ich vor kurzem noch gelesen sogar. Michael Turner Genau, mit. gezeichnet. Der hat so drauf gehabt, der Mann. Das ist lustig. Du hast gerade wieder einen Kreis geschlossen. Ich dachte, das wird jetzt mal der erste Livestream in den letzten Dreivierteljahr, wo Topo nicht erwähnt wird. Und dann haust du so kurz jetzt, wir sind 2 Minuten schon drüber sogar, haust du noch Tomb Raider Comics aus den 90ern raus. Oder Anfang 2000ern. Ist schon lustig. Du hast gerade einen Kreis geschlossen. Aber jetzt, wenn ich sowas wie die lustigen Taschenbücher oder sowas zeichnen müsste, da das wäre schon super schwierig, also in die Richtung. Wie lange zeichnest du schon? Ich glaube so 23 Jahre, also das irgendwann kam halt so der Entschluss, irgendwie, jetzt will ich mal ein bisschen mehr zeichnen, wie es halt quasi so alle anderen in der Klasse. Und das war bei mir so mit 12 Jahren ungefähr, so kann man sagen. Okay. Und dann ging es halt los, ja. Da lief Dragon Ball im Fernsehen und das Erste, was ich halt gemacht habe, ist halt so mehr so die Figuren oder habe mir selber Figuren dazu überlegt, die abgezeichnet, ja. Du bist ja, lebst du aktuell in Deutschland oder in Österreich? Ich komme aus Österreich. Ich bin jetzt vor 11 Jahren hier hingezogen, eben Ja. auch wegen der Liebe, wegen meiner Freundin, mittlerweile Frau. Ja. Ja, weil meine Überlegung ist gerade, weil dann müsstest du ja eigentlich auch mit als österreichischer Künstler gelten. Und bist du dann der einzige Manga-Zeichner aus Österreich? Boah, Also nee. der was rausgebracht hat, also der schon eine Publikation hat. Die Melanie Schober, weiß ich noch, die ist auf jeden Fall Österreicherin, die lebt Ja. auch noch da. Die hat schon einige Sachen rausgebracht. Ich glaube, die ist auch. Ich glaube, die macht gerade Webcomics, aber die ist auch bei Carlsen irgendwie. Okay. Also kannst du nicht sagen, dass du Österreichs bekanntester Manga-Zeichner bist. Also, so rum habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber. Ich weiß halt nur damals als Kind, so wie es noch kein Internet gab, irgendwie wollte ich halt der beste Zeichner der Welt werden. Aber natürlich ist das Quatsch, aber Aber Österreichs ist machbar. Österreich ist vielleicht.
Ja, aber nee, es gibt immer wen Nee. Besseren. Ich finde, das ist auch immer von daher schwer zu sagen, weil es gibt wahrscheinlich auch noch so krasse Talente, die einfach ihr Leben lang nichts rausbringen werden. Das ist ja genauso wie da auch so Wettbewerbe mit schönste Frau der Welt oder schönster Mann der Welt kompletter Blödsinn ist, weil es gibt bestimmt tausendmal schönere Männer oder Frauen, die an so einem Wettbewerb nicht teilnehmen. Das ist immer schwer zu sagen und ich glaube Ja, und damit. vor allem halt dieses Schön, das ist halt immer so ein bisschen Geschmackssache, was Voll. halt wer gut findet. Und es ist halt auch irgendwie wichtig, dass es Zeichnerinnen und Zeichner gibt, die halt so in, weiß ich nicht, andere Richtungen gehen. Romantik oder mehr für Mädels irgendwas. Oder halt ja, für die ist dann wieder so Top-Zeichner dann irgendwie ein, der in die Richtung halt da was macht, ja. Ich muss auch nochmal gerade Props raushauen für deine. Ich weiß gerade leider nicht, wie sie heißt. Die hatte vor kurzem eine Verfilmung gehabt. Ich muss mal gerade kurz uns auf Seite schieben, dass man die Zeichnung sieht. Ich mach mal so. Die gute Dame hier an der Kante. Ich hoffe, ihr seht die auch. Sie Battle hier. Angel Alita, ja. Genau, die sieht ja super gezeichnet aus. Also, ihr seht es wahrscheinlich selber, mein Blick schwankt die ganze Zeit nach links. Ich gucke mir die ganze Zeit die Zeichnung auf der Instagram-Seite an, zumindest die, die hier gerade offen sind. Und das ist, denke ich mal, auch der perfekte Stichpunkt und der Schlusssatz für den heutigen Stream. Jungs, Mädels, ich würde mich total darüber freuen, wenn ihr den guten Daniel Eichinger abcheckt. Die Instagram-Seite, wenn ihr Instagram habt. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr euch trotzdem mal den Link angucken. Man kann sich auch so die Fotos angucken. Ich glaube, das Einzige, was nicht geht mehr ohne Account auf Instagram, ist Stories. Ich glaube, ihr könnt dann die Stories nur gucken. Aber ihr könnt euch auch die Bilder so angucken. Und auf den Linktree, der auch hier drin verlinkt ist, findet ihr auch nochmal alle Links auch zu seinem Comic bei Egmont auf der Egmont-Seite, wo ihr das komplett kostenlos gucken könnt oder das andere auf den YouTube-Kanal, was ihr aber auch auf seiner Instagram-Seite findet. Und ich bedanke mich auch bei dir, dass du direkt Lust hattest, mit dabei zu sein hier im Livestream, genauso wie der gute Z-Man. Und fand ich cool, dass das jetzt so schnell und unkompliziert ging. Ja, vielen, vielen Dank. War mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und gerne wieder, Hab mich falls dann gefreut. mal irgendwann was rauskommt, vielleicht. Unbedingt, also weil, sobald die nächste Veröffentlichung am Start ist, müssen wir da mal gemeinsam drüber reden. Und Jungs, Mädels, checkt bitte die Links ab in der Beschreibung. Wie gesagt, zieht es euch rein, kostet euch nichts, nur eure Zeit. Und wenn es euch gefällt, dann habt ihr die Zeit gut genutzt. Und wenn nicht, dann könnt ihr schreiben, ey, ich fand es nicht so cool. Würde mich auch interessieren. Schreibt auch gerne in den Reupload von dem Stream rein, wie es euch gefallen hat nach dem Lesen. Unbedingt sogar. Lasst doch noch danach darüber diskutieren. Also, ihr wisst Bescheid, könnt den Stream im Nachhinein noch als Reupload kommentieren, wie euch das Comic gefallen hat. Vielleicht guckt der gute Daniel auch nochmal rein, dann hat er auch nochmal ein bisschen Feedback von den Zuschauern aus dem heutigen Livestream. Und ich sag's nochmal, ich bin immer unglaublich schlecht, um mich zu verabschieden, weil die Verabschiedungen irgendwie nie enden wollen. Und checkt alle Links ab, der gute Andreas. Z-Man, Lord Z, Z-Man oder auch Seemann genannt. Die Leute sind sich da nie so hundertprozentig einig. Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt und der Stream-Team. Und Jungs, Mädels, danke für jeden und für jede, die heute eingeschaltet hat. Und was auch noch eine Erwähnung wert ist, ihr helft den Stream, wenn ihr noch einen schnellen Daumen nach oben raushaut. Auch gerne beim Livestream, ihr wisst, da wird das ganze Ding im Nachhinein besser auf YouTube gelistet, man wird schneller gefunden und der gute Daniel hat noch ein bisschen mehr Werbung für seine Manga und ich habe vielleicht noch ein paar mehr Leute, die die Videos gucken. Also ihr wisst Bescheid, Jungs und Mädels, bleibt alle gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Ciao, ciao.